Hallihallo, Hallöchen, da sind wir wieder bei Let's Play Unturned 3. Und zwar, Staffel 3. Ja, Unturned 3 stimmt, glaube Genau. ich, auch. Und zwar, schaut euch das an. Mit OBS-Game-Aufnahme. Ist es nicht geil? Es ist wieder alles so wunderschön. Und wisst ihr, woran es gelegen hat? Das. Ich habe auch nicht vorher noch gegoogelt, wie man das richtig ausspricht oder so. Das Anti-Aliasing ist daran schuld, dass OBS das nicht vernünftig aufnehmen kann. Das heißt, wenn ihr Unturned aufnehmen wollt und merkt, dass ihr nur einen schwarzen Bildschirm habt, dann geht einfach in Unturned in die Grafikeinstellung und schaltet das Anti-Aliasing aus. Ganz aus. Also nicht runter auf nur zweifach oder komplett aus, ja, weg. Und dann müsst ihr das Spiel neu starten, weil OBS merkt das sonst nicht. Und am besten startet ihr zur Sicherheit OBS auch noch mal neu. Und dann werdet ihr Bild haben. Wenn ihr dann immer noch kein Bild habt, dann versucht's mal damit, dass ihr die Beleuchtungsqualität, also die Lighting Quality, ein bisschen runterdreht. Bei mir hat's mit Low funktioniert. Ja, dann sieht das Spiel nicht mehr so toll aus. Aber ich finde, so viel Unterschied macht's nicht. Dann könnt ihr es aber auf jeden Fall wieder mit der Game-Aufnahme von OBS aufnehmen. Und das ist doch schon mal was. Hi, Sebastian. Hi. Ja, das hat sich gerade echt so angehört wie diese eine Asiatin aus dieser komischen Verarsche. Diese einmal die Wantansuppe bitte. Und dann? Und noch das war's, ist das. Also, ich muss sagen, die Zombies sind gar nicht so hart. Also, ich habe die jetzt alle weggeaxt. Töt. Genau. Machst du gerade leichten Angriff? Okay, ja. Ja. Der soll wohl reichen erstmal, ne? Ach so, habe ich Ja. übrigens Graphics, habe ich übrigens VSync noch on? Wenn das so wäre, wäre das ja doof, ne? Nee, habe ich nicht. Okay. Ach so, ja, da kann ich euch das auch mal eben zeigen. Hier, Graphics. Damit man aufnehmen kann. Ich habe hier, ihr seht, Anti-Aliasing off. Und Lighting Quality low. Ja. Ich mache davon jetzt mal einen Screenshot. Und dann kommt das auch direkt als Folgending. Oh, jetzt hat's kurz geruckelt. Was war denn das? Weißt du, was unser Problem war? Wir waren nicht zu inkompetent dafür, wir waren einfach nicht auf die Geschwindigkeit eingestellt von den Zombies. Wir mussten uns erst an die Geschwindigkeit gewöhnen. Ja, das ist gut möglich. Hier ist eine Eagle Fire. Brauchst du die oder soll ich die auseinandernehmen? Ach, bau ab. Ja, die Spotshot auch, ne? Ja. Ich nehme das hier alles auseinander und mache daraus Metall. So. So. Was war Wow. eigentlich unser Plan? Also erstmal schon mal richtig geil, dass Robin das herausgefunden hat. Ja, ich bin auch voll begeistert, dass jetzt wieder alles vernünftig läuft hier. Schön, dass er sich nicht entscheiden konnte, wen er angreifen will und deshalb immer in die Luft geschlagen hat. Ja, ich hab dir jetzt auch so das Messer in den Kopf gesteckt, aber ist ja halb so wild, ne? Ach so, ja, ich habe kein Damage gekriegt. Alles cool. Ah, hier liegt schon direkt Dressing rum. Das ist natürlich auch gut. Was wollten wir tun? Weißt du das noch? Ich glaube, wir wollten einen Generator bauen, ne? Ja. Aber es gibt auch wieder viele schöne neue Sachen beim letzten Update. Hast du das mitgekriegt? Nö. Man kann jetzt zum Beispiel Wassertanks bauen. Und man kann von allem Wasser abzapfen und Treibstoff und auch wieder zurücktun. Also du kannst jetzt zum Beispiel auch aus einem rumstehenden Auto Wasser abzapfen. Das mit dem Treibstoff abzapfen natürlich. Treibstoff wusste ich schon. Wo kann man denn Wasser abzapfen? Wasser abzapfen kannst du dann zum Beispiel. Also man kann jetzt zum Beispiel eine Regentonne bauen. Geil. Da Ohne kann man Regen. dann Wasser abzapfen. Boom. Ah, ins Gesicht. Boom. Ah, nochmal ins Gesicht. Boom. Jawohl.
Das sah ja aus, als hättest du dem im Knüppel gehauen, so wie der geflogen ist und nicht gemessert. Ja, mein Gott, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen. Ich komme in den Käse nicht dran, das ist Tomate. Chat. Schokolade. Ja, aber ohne Spaß, momentan läuft schon besser als letzte Folge. Ja, sonst wären wir schon einmal draufgegangen. Ja, ja doch. Geht eigentlich gut, ne? Ja, ja, ja doch. Hm. Oh, hier ist noch so ein Letter. Guck mal, willst du den mal angucken? Oh, ich hab wen gepult. Oder hast du wen gepult? Das war's bestimmt du. Ja, genau, ich stehe auch noch im Gebäude drin und der geht auf dich. Ja, ja. Das behaupten sie alle und dann sind sie schwanger. Was hast du gefunden? Guck mal, hier ist noch ein Brief. So ein netter Ding. Big J exposed. Big J poisoning your food. Restruant, aha, okay. Nix kann er. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Ja, ja. Big J vergiftet uns alle. So ist das. Wahrscheinlich hat da die Zombie-Apokalypse auch gestartet. Wow, hier kriegt ja einer. Du Robin, wow, der hat mich geblutet. Ich blute, ich sterbe, ich geh tot. Ich hol dich. Ich bin weg. Oh. Du bist weg. Bist du tot oder weg? Tot. Ich bin einfach weggespawnt. Nee, ich dachte, wie. Nein! Rennst jetzt weg. Weißt du, was das heißt? Du hast Skills verloren. Ich hab den Skill nicht mehr. Welchen Skill? Den Crafting 3. Für? Für alle komplizierten Blueprints. Ja, du wirst aber bestimmt jetzt hier genug Erfahrungspunkte haben, dass du den wiederholen kannst. Du hast bestimmt wieder über 80. Ich hoffe das mal. Ach, nee, Klärchen. Ich hab 20. Ach, das ist scheiße. Passt du auf meinen Shit auf? Ja, ja, ich mach grad die Zombies weg. Also ich muss auch sagen, ne, Leute, bei Unturned fällt das auch gar nicht so richtig auf, dass man das Aliasing runtergestellt hat. Also nö, ich hab's auch aus und das sieht irgendwie genauso aus wie vorher auch. Also wenn man weiß, wohin man gucken muss, zum Beispiel so die Kanten von den Wolken oder so, ne, dann, ja, kann man es merken. Ah, du Scheiße! Hui! Was zur Hölle? Sonst geht's, ja? Da hab ich jetzt erschrocken, ey. Passt du noch auf meine Sachen auf oder bist du auch tot? Ach, cool, alles cool. Oh, Alter, hab ich mich gerade. Moment, ich schwitz gerade ein bisschen. Boah, Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Weißt du, ich nehme so gerade einen Kaffee auseinander. Auf einmal. Hörst du so ein. Scheiße, Mann. Ich hab doch keinen Pfeil. Ja? Ich hab doch keine Pfeile, Typ. Was soll ich denn jetzt tun? Ja. Aua! Gib mir die Mistgabel. Boah, Alter, ich box dich mit der Mistgabel um. So. Feierabend. So. Deine Area ist clean hier. Ah, wo ist es jetzt schon wieder? Boah, Alter, die Scheiße macht mich fertig, ey. Was ist da los? Die sind auch so laut, die Viecher. Stell einen Ton runter. Dann habe ich Angst, nichts. Boah, das ist mir gerade ein bisschen peinlich, ne? Oh, unten rechts steht jetzt sogar die Qualität der Munition. Ich habe einen grünen Arrow. Also das der ist noch, der ist noch 100%. Der geht nach Seltenheit, geht das? Nee, nach hier, sag mal. Ah, ich habe einen Generator gefunden. Warum steht bei Military Magazine blau bei mir dann? Ja, nee, das ist noch was anderes. Das ist die Seltenheit. Ja, das ist die Seltenheit. In den Kommentaren geschrieben wurde. Ja, das ist richtig. Die Farbe ist die Seltenheit. Aber unten rechts im Bild
Ja. Ja, da steht ja dran, dass ich glaube, das ist für eine. Wird man auch sehen. Wenn der Fall kaputter ist und das ändert sich nicht, dann wird es tatsächlich die Seltenheit sein. Ich vermute, es ist die Verbrauchtheit. Steht es darunter, wo Semi steht? Ja. Ja, das ist die Seltenheit, weil was will mir denn ein blaues Military Magazine sagen? Oh ja, gut, nicht viel. Sehe ich ein. Ja gut, dann kann man jetzt auf jeden Fall die Seltenheit sehen. Geht alle weg, ich hasse euch. Ach, da ist er ja, gefolgt von Alter, bringst du was mit. Robin? Sag mal, warum könnt ihr mich eigentlich treffen und ich euch nicht, ihr Ficker? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, schön altertümlich mit der Mistgabel. Das ist alles so. Mein Shit. Ja, warte, ich muss hier erstmal einen Haufen machen mit dem Shit, den ich jetzt eingesammelt habe. Oh, ich muss erstmal einen Haufen setzen. Der war schon länger nicht mehr. So, warte. Erstmal den Kram hier entladen. So. Fand ich auch geil, das alte OBS, ne, mit dem ich jetzt gezwungen war, Battlefield aufzunehmen, hat mir einmal meine Aufnahme kaputt gemacht. Hä, wie geht das denn? Das hat mir meinen Ton zerstört. Aber komplett. Ich hatte nur so ein Klicken und Klacken und das Einzige, was ich noch gehört habe, waren die Waffengeräusche. Ich musste 3-mal eine Folge aufnehmen, bis es dann endlich wieder geklappt hat. Okay. Hätte ich auch noch nie gehabt. Deswegen würde ich gerne gucken, dass das mal endlich mit dem neuen OBS jetzt funktionieren würde. Aber dann muss ich das mal ausprobieren, so wie du gesagt hast. Da hämmert er die F-Taste durch. Oh, ich sehe wieder was. Was? Wo? Ja, ich habe mein Nacktsichtgerät aufgesammelt. Ach so, das Nacktsichtgerät. Dass man nur nackt sehen kann. So. Ja, ne, wir haben Generator. Check. Ja, nice. War einfach. Das war ja. Übrigens auch der einzige Grund, warum ich mich hab töten lassen, damit ich diesen Generator da hinten aufsammeln kann, wo ich gespawnt bin. Das ist natürlich völlig klar. Ja, ja, logisch, klar. Robin stirbt doch nicht einfach so. Hallo, das ist Robin. Nee, überhaupt keine Chance. Das war alles kühl vorausberechnet. Genau so. Erstmal meine Waffen wieder reparieren hier. Ja, ne, jetzt muss ich skillen. Und wie skillt man? Indem man killt. Oder Bäume hackt. Du Meister der Wortwahl, ey. Bin ich froh, mit dir aufnehmen zu dürfen. Weiß, ist ein Privileg. So. Willst du die Hawker und die Master Key noch auseinanderbauen? Kann ich machen. Ja, geil, Alter, wir haben einen Generator. Was brauchen wir nochmal für so ein Zombie-Spawn-Verhinderungsding? Generator, Chemikalien, allen möglichen Scheiß. Ah, okay, das heißt, wir brauchen 2 Generatoren. Ja, wir brauchen noch ein paar mehr Generatoren. Ja, cool. Und eine. Vor mir, die spawnt einfach mal eine Wespe. Weste, wollte ich sagen. Vor mir, die spawnt eine Wespe. Es gibt die gar nicht in dem Spiel. Das hat sie dann auch gemerkt. Ja, aber auch irgendwie Insekten generell nicht, ne? Oder Grillen. Nee. Grillenzirpen oder so? Nee. Die haben's, aber, ne, das ist halt so, kurz bevor die Welt untergeht, verschwinden alle Insekten. Die Vögel fliegen nach Süden. Oh je. Yeah. Weißt du, warum Ameisen nicht in die Kirche gehen? Oh je, weil sie Insekten leben, oder? Sie sind Insekten. Nee, weil sie Insekten sind. Ja. Ja. Gut. Wundervoll. Aber es ist echt so, du konntest die Apokalypse echt hervorsehen, denn kurz bevor immer was Schlimmes passiert, fliegen die Vögel tief. Sag mal, gibt's eigentlich irgendwie. Sind wir irgendwie eine besondere Art von dumm oder so? Warum laufen wir weiter, wenn wir eine Karre da stehen haben? Ey, ich weiß nicht. Wir haben einfach einen ausgeprägten Entdeckertrieb, aber das ist doch klar. Hallo?
echt mal, wieso laufen wir eigentlich? Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden. Aber einfach erstmal rennen. Lass die Karre stehen, ist egal. Ja, denk mal an die Umwelt, Mensch. Hallo? Ja, ja, stimmt, das ist wichtig. Das ist voll wichtig. Boah, boom, Headshot, Junge. Voll ins Knie. Boom, Headshot, noch einer. Boah, niemand ist vor mir sicher. Kannst du die echt One-Shot mit einem fucking Pfeil? Ja. In Hinterkopf oder vorne auch? Ja, vorne habe ich nicht ausprobiert. Hinterkopf und Seitenkopf geht. Seitenkopf, ey. Voll brutal, ey, der Seitenkopf. Ja, jetzt fährt der auch noch weg. Ach, guck mal, hier? Oh. Ach, ich sehe deine grünen Augen. Meinst du, ich bin da hinten stehen geblieben oder was? So, hallo? Ja, dachte ich. Wir haben noch 11% Akku, ne? Also, das ist irgendwie. Oh, Akku? Ja, das ist ein E-Karre, ist das. Rohöl-Akku. Ja, genau. Ja, ich wir sollten tanken. Das ist auf jeden Fall der Fall. Sag mal, was schön leuchtet gesagt. Das hier so? Ja, Sterne, Licht, hm? Nein, rechts von uns blinkt das voll. Guck dir das mal an. Rechts von uns? Ja, ja. Da blinkt ja nichts. Doch auch. Jetzt blinkt's beidseitig vom Auto. Hast du hier irgendwie Pilze gegessen oder so? Nee, die Pilze gab's heute in Samoros 3. Oh je. Yeah. Ach, guck mal, Treibstoff. Kannst du hier schon mal ein bisschen cleanen? Dann sorg ich mich darum, dass die Karre getankt wird. Mach ich. Hauptsache, du bist nicht so laut. Jo, das war's. Jo! Hallo! Hauptsache, ich bin nicht so laut, aber er macht ja erstmal bum bum bum. Meine Worte waren, jo, das war's. Weil du die Karre vorgefahren hast. Ach so. Es tut mir leid. Oh, da ist jetzt nicht mehr unendlich viel drin, ne, in den Treibstofftanks. Nicht? Nee. Das ist ja frech. Hier steht jetzt 7 von 10. Oh, willst du eine Kettensäge? Ja, nehme ich. Jo, kriegst du gleich. Geilon. Ja, ja. Robin scheiß drauf, Robin, er findet einfach neue Wörter. So sieht ja, ist ja gut, dass wir jetzt unseren eigenen Öl-Derrick haben, ne? Weil jetzt wo hier scheinbar die Treibstoffreserven beim letzten Update rationiert wurden, ist uns scheißegal, ja? Wir haben unsere eigene Pumpe am Start. Ja, sicher, wir schürfen richtig tief jetzt. Wir brauchen dafür nur einen Generator, ne? Ja, ja. Ja, gut, und irgendwas, wo du es reintust, ne? Ja, halt in die Hose. Genau. Steckst dir so einen Schlauch in die Hosentasche und dann zapfst du ein bisschen. Alter, Ficken! Oh, fuck. Jetzt bin ich tot. Nein, Mann! Nö, ich lebe noch, alles cool. Aber wo kommt die denn immer her? Ich. Oh Gott! Weißt du, ich lauf da rum, ne? Bin nicht mal laut und ich hab grad voll kratzige Hals, ey. Boah, das hast du immer Gandalf am Start. Ich hatte auch letztens einen im, Oh, hier ist noch eine Chainsaw. Nehmen wir auch mal mit. Ich hatte einen im Gegnerteam in Battlefield, der hieß Randalf. Den fand ich auch noch ziemlich geil. Okay. Den Randalf. Oh, hier ist ein Planter, den nehme ich mit. Randalf, der Geile. Ach, schmeiß mir mal eben die Kettensäge hier. Welche? 31 oder 23? Gib mir 23, ich hab Metall, ich mach die wieder fit. Jetzt habe ich dir 31 gegeben, mach es auch egal. Die Verräterkettensäge. So. Ich hoffe, die brauchen jetzt nicht auch noch Benzin. Also manchmal hakt es, aber ich glaube, das liegt am Spiel. Glaub, es hakt. Also ich hab so Subnautica-Ruckler, weißt du? Subnautica-Ruckler? Ja, so einmal ganz kurz bleibt das Bild stehen, so eine Millisekunde. Und dann ist alles wieder ganz normal.
Wenn du jetzt vorne in die Dings läufst, ne? Boah, Alter. Ich wollte gucken, was du vorhast. Ich dachte, jetzt wir bleiben hier nur stehen. Navigator, so lotse er mich zu Dingen. Oder wollen wir erstmal nach Hause und... Oh, nee, wir beenden jetzt die Folge. Ja, wir machen Cliffhanger. Wir sagen in der nächsten Folge, was wir tun werden. So, bams. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Hat uns gefreut. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao.